Ein Herz willkommen zurück bei Let's Play Steins Gate. Oh mein Gott, ich komme mit der ganzen Spannung hier gerade nicht so wirklich mit, weil... Naja, so. Die Musik ist jetzt schon etwas dramatisch. Aber es wird doch schon kein Weltuntergang sein, was gerade hier dieses Beben ausgelöst hat. Aber wer weiß, also... Einige von euch denken sich schon was, ich habe keine Ahnung. Also der... mach ja weiter gleich. Der Flur halt bebt. Definitiv ein Angriff. Von oben. Wie auch immer. Der achte Flur, in welchem wir sind, ist schon der oberste. Falls von oben kommt, kann es nur vom Dach sein. Ja, das ist unsere liebe Mayuri. Ein Erdbeben, Shindo-Scale 2, also Shindo-Stufe 2, Magnitude 2. Was war nochmal der Unterschied zwischen Shindo und Magnitude? Ja, also, das sind zwei verschiedene Skalen. Shindo ist die japanische von einem gewissen Herrn Shindo, Magnitude ist halt die westliche Variante. Glaube ich zumindest. Ich verlasse das verwirrte Mädchen, ja, irritierte, weil irgendwas in ihrem Sinne. Ein schlechtes Gefühl haben, ja, halt renne ich aus der Veranstaltungshalle. Die Schilder ignorieren, die sagen, kein Eingang oder halt hier nicht weitergehen, renne ich die Treppen hoch, welche zum Dach führen. Nö! Nö! Also, ich meine, ja, also, man kann es schon erkannt haben eigentlich jetzt. Aus irgendeinem Grund ist die Tür zum Dach offen. Oder eigentlich ist eher so, als wäre das Schloss kaputt. Gerade als ich die Tür öffne, sehe ich viel schwarzen Rauch. Ich sehe gar keinen, der eben aufsteigt. Wie auch, vielmehr, zusätzlich sehe ich, zusätzlich ist die Luft aus irgendwelchen Gründen mit regenbogenfarbenen, phosphorizierenden Licht gefüllt. Oder was halt so herumtanzt. Eine Explosion? Ich versuche Überraschung zu, vorzuspielen. Aber warte, ist das ernsthaft eine Explosion? Das ist schlecht, meine Brust beginnt sich zu verengen. Oder, sagt man glaube ich so in Richtung. Mein Herz schlägt schneller. Er ist aufgeregt auf gut Deutsch. Was soll ich jetzt machen? Es hört sich nach einer guten Entscheidung an. Sollte ich wegrennen? Ja, eine Entscheidung. Aber was denn? Aber warum eine Explosion? Ein Anschlag? Ich denke nicht wirklich, dass es ist. Man kann es mal vielleicht die Tür aufmachen oder endlich zur Entscheidung führen, die wir jetzt anscheinend gleich haben. Warum? Warum? Also, warum er denkt, dass es nicht so ist? Warum? Ist das ein seltsames Objekt? Was könnte das wohl sein? Genau in der Mitte der leeren Fläche auf dem Dach positioniert. Es ist Fred! Nein! Es ist Fred! Es ist Fred. Was ist das? Ich vermute mal, einige von euch haben jetzt schon Theorien. Nämlich, es ist mehr als offensichtlich. Es ist natürlich ein Satellit. Es ist ein seltsames Stück einer Maschine. Ausgesprochen groß. Etwa 3 Meter hoch, das ist nicht klein. Ist das ein Raumsatellit? Könnte man meinen. Also ich muss sagen, er hat schon große Ähnlichkeiten mit meinem lieben Fred. Ist das der Grund, warum dies ist der Grund für das Beben und das ganze Zeug, was herumfliegt? Nur mal so nebenbei, wenn so ein Satellit aus dem Weltraum eben so mal spontan landet, warum ist er noch so heile?
Keine Ahnung, mein Freund. Wer würde so etwas hier denn tun? War das vorbereitet bei Nakabashi? Hat es irgendwas zu tun mit der Präsentation? Selbst wenn mal so hypothetisch gesprochen das wahr sein sollte, dann wie würde er das hier hochbekommen? Das ist das Dach eines 8-stöckigen Gebäudes. Mein Kopf ist voller Fragen. Ja, meiner auch. Also ganz nebenbei könnt ihr alles beschreiben, was hier gerade so irgendwie auffällt. So von diesem ganzen Glitzerzeug, diesem unserem Fred, der hier steht, Dr. Nakabashi Präsentation. Offensichtlich, wenn ich es wohl nicht beantworten können, während ich mir selbst frage. Während ich noch zögere, ob ich entweder näher rankommen soll zum seltsamen Objekt, kommen einige Leute, wahrscheinlich Bearbeiter des Radiogebäudes und der Pressekonferenz, und kommen halt eben auch hoch durch das Treppenhaus. Jeder ist bewildert, erstaunt oder irritiert. Weiß nicht, was er tun soll, wie ich. Bitte kommen Sie nicht näher! Und so, eine der Frauen. Welche ich denke, zu den Angestellten gehört, beginnt uns zu approach, glaube ich, so einzuweisen oder halt uns hier sagen, was sie machen soll, nach dem Motto, während sie mit beiden Händen halt so rumschwitzt, so rumwedelt. Wie man das halt so macht. Genau. Also so, hey, genau, was sag uns hier. Die Pressekonferenz wird beginnen, wie angekündigt. Also bitte, warten Sie darauf. Versucht sie etwas zu verstecken? Mit der Situation wurde erstaunlich schnell umgegangen und ich wurde weggebracht, während von diesem Objekt wird weggebracht, das aussieht wie ein Satellit. Nein, ich wollte jetzt eigentlich nicht das machen. Genau. Danke. Der Geruch einer Verschwörung. Was versuchen Sie zu verstecken? Was war diese Explosion? Ich murmel vor mir hin und versuche ein paar, einige meiner Gedanken zu sortieren. Es stört mich. Irgendwie stört es mich, aber ich sollte jetzt wirklich versuchen, Gefahr zu vermeiden. Es ist nicht so, hätte ich Angst oder so. Geführt von den Mitarbeitern kehre ich zum achten Stock zurück. Mayuri war nicht in der Veranstaltungshalle. Nach einer kurzen Suche fand ich sie in der Halle des 7. Stocks. Ein Tipp! Hier, Tipp. Unter einer Platte sagten. Unter einer Platte, die sagte, die Land der, das Land auf Japans PC-Herkunft. Kapseltoys. Das ist dieser Automat, von dem ich in der vor zwei Folgen sprach. Diese Kapseltoys. Dieser Automat mit diesen Kapseln, wo Spielzeuge drin sind. Also solche Spielzeuge, Automaten waren halt so aufgereiht. Sie schaut sie an mit einem greedy Look, ja, mit so einem neugierigen oder so wollenden Blick. Mit so einem. mit einem gierigen Blick sogar heißt das sogar. Während ich große Erleichterung spüre, greife ich nach meinem Telefon. Ich bin's. Achso.
Ich bin's. Ich habe ein schlechtes, ich habe ein schlechtes Gefühl deswegen. Ich denke, Entschuldigung. Musste kurz husten. Ich denke, dass zu passieren scheint in Plätzen, die wir halt nicht kennen. Ach. Ja, ich verstehe. Ich werde nichts Irrationales tun. Ich kümmere mich auch um mein Leben. El Psi Kongo. Anscheinend ist nur dieses El Psi Kongo, dieses Kongo, das Passwort. Mitschreiben. Nachdem ich das Passwort erneut gesagt habe, wünsche ich meine Stirn mit meiner Handrücken ab. Ist eklig. Das ist nervig, ja, das ist Sucks, ja, das kannst du wirklich nehmen. So viel kalter Schweiß. Was ich machen, falls wirklich etwas passieren sollte? Also, meine Gefühle sind gespalten zwischen Aufregung und. Zwischen Aufregung und. Aufregung und Besorgnis. Ich packe das Telefon weg und drehe mich wieder um zu Mayuri. Und hier ruft jemand an, ich bin gleich wieder da. Entschuldigt einen Anruf. Was macht sie da? Könnte sie halt tagträumen über diese Kapselspielzeuge? Sie scheint nicht wirklich besorgt zu sein oder ja. Besorgt zu sein von der Explosion. Ich kann mich entscheiden, ob das Amazing ist, genial ist oder einfach nur idiotisch. Mayuri, was machst du da? Und natürlich ist auch auf einmal alles wie weggeblasen. Wir sind in der romantischen eine ganz andere Atmosphäre auf einmal. Nun, ich möchte wirklich so einen Opa haben, was auch immer so ein Opa ist. Genau wie ich dachte. An den Automaten, auf dem man Mayuri zeigt, ist ein billiger Bildschirm, der sagt: Reinet Kagero 3D-Charaktere, Puppen. Ja, genau. Okay, aufschreiben, sofort. Hier war ein Tipp oben. Among children and adults like. Achso, halt innerhalb von Kindern und Erwachsenen, da gibt es keine einzige Person, welche nicht den Anime Reinet Kagero kennt. Aufschreiben! Sofort! Ich habe schon gesagt, ich werde nichts mitschreiben. Glaubt mir, ihr müsst mitschreiben. Wie dann schon gesagt. Okay, also, das Wort, kennen wir das denn irgendwoher? Ein Kartenspiel, Pokémon. ein Kartenspiel darüber. Reinet Access Battlers, was das auch heißt. Wurde sogar populär im Übersee. To the extent of their. Also in einem Maße, dass es sogar eine Weltmeisterschaften gab. Ja, wie Pokémon also. Nebenbei, das Opa. Also entweder kannte die Schreiber wirklich die deutsche Sprache oder das ist einfach nur Zufall. Und wenn der Okabe redet, das ist kein Zufall. Also Opa, das Mayuri erwähnt hatte, ist ein sehr berühmter Reinhardt-Charakter, welcher sowas wie das Maskottchen der Serie ist. Es sieht aus wie ein Ei mit Limbs attached to it. Was sind denn Limbs? Also die irgendwas daran
halt mit Gliedmaßen, die daran befestigt sind, so dass es so aussieht wie ein Hund. Also ein bisschen, als würde so ein Hund darstellen. es scheint die Rolle des schwachen Maskottchencharakters zu haben. Es ist nicht ungewöhnlich, dass es eine große Popularität unter den Highschool-Mädchen bekommen hat. Das erinnert mich an einen hässlichen Froschcharakter, der letztes Jahr sehr bekannt war. Du meinst nicht Sergeant Frog, oder? Ihr wisst schon, diesen Frosch, der auch falsch irre ich mich jetzt auch raus. Es gibt auch diesen sehr berühmten Froschcharakter, von der auch kennt einer von euch ich hab zu Anime nicht lang zu, den hab ich mehr gesehen. Misaka Mikoto? Kennt ihr eine von euch? Die kommt vor in The Railgun, der Hauptcharakter daraus. Und sie ist halt auch so ein Fan von diesem Frosch, Sergeant Frog. Ich habe seinen Namen aber vergessen. Los, mach's einfach und versuch es. Auch wenn es nicht garantiert ist, dass du Opa bekommen wirst. Trotzdem hat Mayuri ein besorgtes Gesicht, ein besorgtes Lächeln auf dem Gesicht. Klar. Aber Mayushi ist komplett, hat überhaupt keine 100 Yen-Münzen mehr. Ja, und ich sehe gerade, wir sind out of time. Das tut mir jetzt aber leid, Kleine. Also, das war die heutige Folge von Let's Play Steins Gate. In dieser fast schon offensichtlichen Szene, was gleich passieren wird. Und, deswegen würde ich es eigentlich doch ganz praktisch zu holen. Jetzt eine Cut zu machen, die ist dann wieder full of time. Diese Stelle speichern wir also wieder mal. Tut mir leid, Kleine. Also, wir speichern einmal. Überspeichere ich mir letztes Mal den Link hier. Ja, I'm sure. Ich würde sagen, das war die heutige Folge von Let's Play Steins Gate. Ich hoffe, ihr habt wieder mal fleißig mitgeschrieben. Saved, thanks. Dann würde ich sagen, was haben wir. Ich werde gerade gerufen. Also, mache ich kurz. Goodbye. Bis morgen mit unserem Video. Wir haben heute einiges erlebt. Schaut eure Notizen nochmal durch. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.